Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten vom Betze. Präsentiert von Krombacher. Philipp, am Mittwoch habt ihr euer erstes Geisterspiel hier auf dem Betze absolviert. 1-1 gegen 1860 München, bevor wir zum Sportlichen kommen. Wie war es denn am Ende von der Stimmung und von der Atmosphäre? Ja, ist natürlich was völlig anderes wie sonst hier am Betze. Vor allem in der zweiten Halbzeit, als wir dann ein paar Standardsituationen hatten, ein paar Ecken. Da ist es normalerweise sehr, sehr laut in der West oder vor der West besser gesagt. Und ja, das hatte man nicht. Ich muss sagen, als Spieler ist es natürlich sehr ungewohnt, ohne Fans zu spielen. Und das ist natürlich sehr schade. Aber wir müssen das jetzt so annehmen. Bis Ende der Saison werden keine Zuschauer zugelassen sein. Von dem her müssen wir das Beste draus machen. Seid auch wie gegen Magdeburg, gegen 1860 München hier zu Hause in Führung gegangen, habt dann den Ausgleich bekommen. Unterm Strich, geht das in Ordnung oder wäre da mehr drin gewesen für euch? Ja, ich denke, es war eine Leistungssteigerung zu Magdeburg. In Magdeburg haben wir gewonnen. Hier haben wir ein paar Minuten gebraucht beim Spiel gegen 1860, bis wir ins Spiel gekommen sind. Dann machen wir aber das 1-0. Ich finde, danach hatten wir auch die Möglichkeit, das 2-0 zu machen. Haben das dann leider verpasst. Und ja, im Endeffekt muss man aber sagen, ist es ein gerechtes Unentschieden dann gewesen. Jetzt kommt Jena, wenn man auf die Tabelle guckt, müsste man eigentlich sagen, sollte eine sichere Sache sein, haben aber auch gegen Duisburg unentschieden gespielt. Wie erwartest du die und was wird wichtig sein, dass ihr da die 3 Punkte holt? Ja, zuerst mal sind wir sehr froh, dass wir zu Hause spielen können gegen Jena. Da das Heimrecht getauscht wurde, haben wir die Anreise nicht und ich hoffe, dass man es sieht am Sonntag auch, dass wir vielleicht ein paar Prozent fitter sind als Jena. Von dem her, jedes Spiel ist schwierig in dieser Liga, jeder kann gegen jeden gewinnen. Und wir müssen einfach unser Spiel wieder noch mal ein Stück verbessern, alles auf den Platz bringen und dann denke ich, dass wir das Spiel auch gewinnen. Da hast du es gerade schon angesprochen, dass ihr euch freut, dass ihr hier zu Hause spielen könnt. Kommt es euch gerade wegen der wenigen Regeneration, die ihr sowieso habt, entgegen? Oder ist es einfach der Vorteil, im eigenen Wohnzimmer spielen zu können? Ja, ich denke beides. Natürlich sind die Fans nicht da, aber man hat die Anreise jetzt nicht. Die einfache Fahrt von 6 Stunden nach Jena, glaube ich, wäre es gewesen. Von dem her müssen wir das nutzen. Man kann zu Hause sich gut vorbereiten, die Nacht verbringen vorm Spiel und von dem her sind wir da gut vorbereitet dann, denke ich. Alles klar, dann vielen Dank dir und hoffentlich auch einen Sieg am Sonntag. Ja, danke schön.